Ich bin's, der Proteus. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone. Heute wollte ich euch mein Jägerdeck vorstellen, mein neues. Ist für mich das erste Deck, was ohne den Totengräber läuft. Der Totengräber ist ja vor kurzem gebufft worden und erhält jetzt anstelle von ein Angriff und ein Leben, wenn ein Diener mit Todesrechnen herbeigerufen wird, nur noch einen Angriff. Leben bleibt bei zwei. Ja, deswegen wird er eigentlich ziemlich schnell weggehauen. Und ja, den habe ich jetzt mal ganz weggelassen. Hier rechts meine Decklist. Ich habe Fährtenlesen einmal drin. Der Netzweber, den kennt man, auch zweimal drin. Ich habe zweimal Zombie-Fraster drin. Okay, also der stellt zwar beim feindlichen Helden 5 Leben her, aber trotz alledem für ein Mana, 2 Angriff und 3 Leben sorgt für Druck, wenn man die Möglichkeit hat, ihn im Early Game auszuspielen. Ich habe zweimal die Eiskältefalle dabei. Besonders gut gegen große Diener. Ich habe eine Sprengfalle dabei, die Eisenschnabeleule. Die kann man halt ja, unterschiedlich einsetzen. Entweder um durch Spots zu brechen oder irgendwelche gebufften Diener ja, zu erden, sage ich mal. Für 2 Mana, zwar nur 2 Angriff und ein Leben, aber der Kampfschrei, der macht es. Und ja, eine ganz feine Sache. Wir haben den geisterhaften Krabbler dabei. Für 2 Mana kriegt man da eigentlich, wenn man will, 3 Diener. Todesröchel-Effekt ruft 2 spektrale Spinnen herbei mit einem Angriff und einem Leben. Auch eine sehr starke 2-Mana-Kostenkarte. Den irren Wissenschaftler, der halt, wenn er zerstört wird, ein Geheimnis aufs Board legt. Auch sehr nice, wenn man den halt im Early Game zur Verfügung hat und relativ schnell aufs Brett bekommt. Kann der Bursche einem schon einen Vorteil verschaffen. Der Messer-Jongleur, also hier kennt man unheimlich gut in Verbindung mit dem geisterhaften Krabbler, wenn er halt zerstört wird. Oder hier, lass die Hunde los. Je nachdem, wie viel Diener der Gegner auf dem Brett liegen hat. Ja, gibt es da schon einige Messer, die der zu jonglieren hat. Ganz starke Karte. Den Adlerhornbogen habe ich zweimal dabei mit 3 Angriff und 2 Haltbarkeit. Sehr, sehr stark. Ich habe fast zweimal dabei. In der Grundversion verursacht fast 3 Schaden. Sollte ich halt ein Wildtier auf dem Brett liegen haben, dann verursacht die ganze Sache 5 Schaden. In Verbindung mit lass die Hunde los oder ja, einen anderen Wildtier hier. Eisenschnabeleule ist ja auch ein Wildtier für 5 Mana. Halt 5 Schaden. Schon eine ganz starke Sache. Lass die Hunde los. Also Ansturmkarte für 3 Mana. Einer Ansturmhund für jeden gegnerischen Diener, der am Feld liegt. Puh, da habe ich auch schon die tollsten Sachen gesehen. Auch eine sehr starke Karte. Zweimal mit dabei. Den Tierbegleiter. Random. Entweder kommt der Leog, ein Geier, mit 2 Angriff und 4 Leben, der befreundeten Wildtieren 2 Angriff verleiht. Oder es kommt Grummel. Grummel, ein 4 Angriff, 2 Leben, Ansturm, Wildschwein, auch sehr stark. Oder halt Misha, den Spott, ist ein 4-4er Spott. Also eine sehr, sehr starke Karte, der Tierbegleiter. Auch zweimal mit dabei. Wir haben den bemannten Schredder, den habe ich mit dabei. Für 4 Mana bekommt man ja da eigentlich 2 Diener. Einmal diesen Mech, der 4 Angriff und 3 Leben hat. 3 Leben ist nicht viel, aber sollte Genosse Mech zerstört werden, ja, taucht an seiner Stelle ein gesunder 2-Mana-Kosten-Diener auf. Der ist natürlich auch random. Kann von Vorteil sein, teilweise auch von Nachteil. Habe ich aber schon die tollsten Sachen miterlebt. Loatep habe ich mit dabei. Loatep ist eine sehr starke Karte, besonders in der vorherrschenden Meta. Wird halt sehr viel mit Zauber gespielt, deswegen Loatep sollte in keinem Deck fehlen. Ja, für 5 Mana, 5 Angriff, 5 Leben noch dazu, unheimlich starke Stats, sehr starke Karte. Den Schwarzen Ritter habe ich mit dabei, weil die meisten Decks, auf die ich halt treffe, mit Spots ausgerüstet sind. Und hier der Otto, der haut jeden Spott, egal ob Gottesschild oder Normalschild, also ganz egal, wie viel Leben und wie viel Angriff der hat, haut ihn direkt instant auf einen Schlag weg. Und ja, für 6 Mana, 4 Angriff, 5 Leben ist zwar nicht viel für 6 Mana, aber halt der Kampfschrei vernichtet einen feindlichen Diener mit Spott. Sehr, sehr starke Karte. Die Savannenhochmähne für 6 Mana ein 6-5er Wildtier, was, ja, wenn es zerstört wird, 2 Hyänen mit 2 Angriffen und 2 Leben hervorruft.
Auch eine sehr, sehr starke klassenspezifische Karte. Und zu guter Letzt Dr. Boom, braucht man eigentlich nicht zu sagen, die OP-Karte schlechthin. Für 7 Mana, 7 Angriffe, 7 Leben im Grund. Und Kampfschrei ruft 2 Boom-Bots, ein Angriff, ein Leben herbei. Warnung, Explosionsgefahr. Also, soviel ich weiß, hat jeder Boom-Bot einen Random-Schaden, der zwischen 1 und 4 liegt. Zusammen machen die Bots dann, glaube ich, bis zu 8 Schaden, wenn ich mich nicht irre. Und wenn man die 8 Schaden dann zu den 7 vom Dr. Boom dazu zählt, also 15 Schaden für 7 Mana, ist schon eine sehr, sehr, sehr heftige Karte und kann das Match echt teilweise entscheiden. Ja, das ist mein Deck. Das werde ich euch in 2 lockeren Spielchen vorstellen. Ich wünsche euch viel Guto, Spaß beim Paladin. Zusehen. Ja, da würde ich sagen, behalte ich doch mal. Oh, die Qual der Wahl. Den Tierbegleiter weg oder den bemannten Sch Boah. Pack den Tierbegleiter mal weg. Grüße. Ich So. grüße euch. Genau hier. Melde mich zum Dienst. Schön lecker Wache. Denke, der wird sehr viele Nichts. Rekruten der Silbernen Hand herbeirufen und in der fünften Runde dann den Quartiermeister herbeirufen, der jedem einer Ritter halt 2 Angriff, 2 Leben verleiht. Wenn das so ist, ist das eher suboptimal. Mache ich das? Melde mich zum Dienst. Ist nie Rubeschei. Eieiei. Eieiei. Gut. Spiele ich den Shredder. Komm. Zack. Und behalt die 3 Angriff. Ja, für was immer der jetzt auch spielen mag. Den echt Silber-Champion, okay. Ja, einen fiesen Zuchtmeister, das geht ja noch. So, den Coin hebe ich mir auf in der sechsten Runde. Dr. Boom. Er wird wohl den Friedensbewahrer dabei haben. Wir werden sehen. Grummel. Oh yeah. Melde mich zum Dienst. Ah, ich bringe Dr. Boom. Ich jage allein. Ich jage allein. Ja, 1 bis 4 Schaden. Kältefalle.
Werfe ich mal was vor die Füße. Knall ihm da eine rein und... Was haben wir denn da? Den schwarzen Ritter. Ja, ich nehme ihn mal lieber mit. Sollte der den Schlickspucker mit dabei haben. Oder jetzt in der achten Runde Tyrion, ist natürlich auch nice. Der 6-6er Gottesschild-Spot mit, wie heißt das Ding, ein Aschebringer. Legt so einen komischen Schwertscheiß an mit 5 Angriff und ich weiß gar nicht, wie viel Runden. Ich glaube 4. Wird er dann 20 Schaden mitmachen. Okay, der testet die Fallen an. Verdammt. Das ist natürlich harter Tobak. Ach nee. Befolgt die Regeln. Da ist der Friedensbewahrer. Ritter der silbernen Hand. Melde mich zum Dienst. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Diener. Ich würde sagen, macht das so. So. Und hoff jetzt mal auf meine Köterchen. Okay. Zeng. Ring. 1. Zack. Zack. Das ist aber ein hartnäckiger Bursche, echte. Ich frage mich, ob... Ja komm, trau dich. Du, was überlegt er denn so lange? Du bist ja eingeschlafen. Ach, Junge. Vom zweiten Friedens. Oh! Okay. Und der Quartiermeister. Nein. Nervt von. Und? Ja, da habe ich doch drauf gewartet. So. Bitte. Niemand kommt an mir vorbei.
Ja, ist jetzt eine gute Frage. 15. Ich jage allein. Das so machen. Ich geh mal auf Nummer sicher. Drei Schaden sind drei Schaden, ne? Immerhin. Gut gespielt. Ich frage mich, gut gespielt. Stratholm wird geläutert werden. Der Sieg und da gibt er auf. Da könnte ich meinen Arsch drauf verwetten. Ein Mechmage. 2, 3, Loa-Teppe halte ich mal. Spiele ich in der zweiten Runde den, in der dritten Runde den, vierte Runde gucken wir. Ja, was brauchen die denn heute alle so lange? Hallo? Ey, und das um kurz nach 5. Die sind bestimmt alle besoffen. Das ist das. Ja, super. Ich bleib bei dem Plan. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Ja. Wenn ich den Wissenschaftler zerstöre, gibt's, denke ich mal, wie heißt das? Spiegelgestalt. Wenn ich dann Diener ausspiele, bekommt er den gleichen aufs Feld gelegt. Oder diese Eisrüstung bekommt 8 Rüstungen dazu. Ich denke, das Beste. Ich bring den mal zum Schweigen. Ja, haben wir Leo. Super. Was ist das? Ein Geier? Hä? Die arkane Intelligenz. Okay. Ja, ich denke, Loa-Tab spiele ich noch nicht aus. Ich denke, Loa-Tab werde ich nächste Runde ausspielen. Ich frage mich, ob. Soll ich den bringen? Oh ne.
jetzt werden wir sehen, was kommt. Also ich denke, das ist Spiegelgestalt. Könnte natürlich auch ein Konterzauber sein. Scheiße. Eisbarriere. Ah! Welches Ziel verfolgt er? Das würde mich mal interessieren. Karten sammeln ist ja, glaube ich, nicht richtig. So, da haben wir den schwarzen Ritter. Ich denke, jetzt bringe ich Overtap. Ich gehe mit allem, was ich habe. Ja, ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, schieß noch mal auf Nummer sicher hier. Immer. Zack. Ja, passte ja unheimlich gut. Ja, das ist mein Jägerdeck. Ich denke, damit werde ich auch mal so in die neue Saison starten. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und ihr seid auch bei meinem nächsten Let's Play wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer ProToys. Ciao.